Hallo, hallo und willkommen zurück zu einem neuen Part in dieser Woche. Story of Seasons, Friends of Mineral Town. Part Nummer 21, wenn ich mich nicht recht täusche. Ich habe jetzt versucht, den Sound vom Spiel ein bisschen runterzudrehen. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen besser. Ich habe es in der letzten Episode tatsächlich ein bisschen zu laut empfunden. Und heute findet das Moo-Fest statt, Leute. Sehr toll, sehr toll. Lass uns ganz kurz schauen. Wetter morgen, Sonnenschein. Wunder, wunderprächtig. Okay. Dann würde ich jetzt hier einmal... Ach ja, und ich muss natürlich auch teilnehmen, weil meine gute Milka dort ist. So, dann würde ich die Zwiebeln, die hier mal behalten. Und ach, Moment. Die Tomaten kommen hier wieder ganz schnell zurück. Die möchte ich ja eigentlich auch gerne behalten. So. Dann würde ich... Genau, erstmal alles hier so machen. Ich habe ja heute genug Zeit. Wird ja nichts. Also ich glaube, es ist 18 Uhr Zeit, dass ich dann ne, auf den Festplatz gehe und da dann an dem Moo-Fest teilnehme. Die Ananas, die schaut jetzt aus, dass sie bald fertig ist. Das freut mich, weil das dauert einfach ja mal ewig. Wir haben schon Sommer 20 einfach. Trude, hallo, Fluffel, einmal Ei, wunderbar, einmal Gysi und einmal Götti. Dann lasse ich euch Schnuckis natürlich auch wieder raus. Ich gehe hier trotzdem einmal meine Runde laufen, natürlich so wie sonst auch. Habe ich jetzt keine Axt, dann nehme ich euch einfach so mit, es gibt ein bisschen Geld. Und hier und da. Okay. Was ich versuchen werde, also es ist immer nämlich noch die gleiche Aufnahmesession wie von der letzten Woche. Ich werde immer so zwei Parts auf einmal aufnehmen, also von innerhalb von zwei Wochen. Ne? Nur für den Fall, dass vielleicht doch mal jemand was in den Kommentaren schreibt und mir irgendwie was sagt. Wenn ich in der nächsten Folge nicht drauf eingehe, nur dass ihr Bescheid wisst, ich bin nicht irgendwie unhöflich, sondern ich habe es einfach noch, im Prinzip konnte es noch nicht umsetzen, einfach weil ich das hier im Vorfeld aufnehme. Dadurch, dass Sims momentan tatsächlich sehr viel die Überhand hat und fast meine ganze Freizeit da dafür drauf geht, möchte ich an einem Abend dann eben so viel wie möglich im Vorfeld schon mal vorfilmen. Und auch, ich muss tatsächlich sagen, ich bin total hibbelig. Also ich möchte Story of Seasons auch total gerne momentan spielen. Und deswegen möchte ich auch ganz ehrlich nicht so lange warten. Aber ja, mal schauen, wie es wird. So, jetzt hier die Ernte-Göttin direkt. Das können wir für jetzt dann auch immer gleich mitmachen. Sehr schön, das gefällt ihr gut. Da haben wir da wieder einen Pluspunkt bei ihr. Und dann kümmern wir uns jetzt die nächsten 8 Stunden, naja, mehr oder weniger 6,5 vielleicht, wenn wir Glück haben, um unser Färmchen hier. Ich glaube, ich habe jetzt noch mit den... Ach, habe ich jetzt... Ach Gott, ich... Meine Erinnerungsvermögen, ja. Ich habe mit keinem von denen bis jetzt gesprochen. So, da denn. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Ach, da hinten. Hallo, Kürbis. Du kriegst dann einmal ein Blümchen. So. Hallo, Kirsche. Gerne. Ja, Kappa. Du erzählst mir immer den gleichen Unfug, du. Okay, so, die zwei hab ich. Wer möchte, wer hat noch nicht, wer will nochmal? So, du. Sonne. Oh, oh wow. Blaubeere mag Weintrauben. Dann habe ich die nur aus Versehen gegeben, aber okay. Minze, hallo. Alles gut, mach dir nichts draus. Hier, du kriegst du Blümchen. Hat der jetzt gesagt, ich mag das nicht oder ich mag das? Hm. Und ich glaube, Aqua braucht noch was, ne? Dann, hier, Aqua, du kriegst jetzt hier auch. Ah ja, das... Ach Gott, das mag der ja auch ganz arg. Ich glaube, dann habe ich jetzt aber alle schon, oder? Uch, nee, Moment, Speicher möchte ich noch nicht unbedingt. Naturgeister. Ja. Ja, wunderbar, alle. Sehr schön. Vor 12. Alle ist erledigt, mehr oder weniger. Dann lasse ich jetzt hier Yaki heute dann auch nochmal raus. Machen wir nochmal gleich. Aber erstmal einmal hier drin schön würsten.
Hat der jetzt hier schon... Ich sehe das so schlecht. Kann der jetzt hier schon wieder... Nee, noch nicht. Dann komm noch mal raus hier, du. Aus der guten Stube. Zwiebeln, wunderbar. Aber da werde ich jetzt nichts mehr Neues anpflanzen. Ich meine, ja, es ist schon noch so ein bisschen Zeit. Aber ich meine, ich habe den Mais ja noch. Die Ananas bringt, glaube ich, gut Gold ein. Die ist relativ viel wert. Ja, das passt schon. Ich konzentriere mich dann eher noch auf den Herbst. Da auf jeden Fall schauen, dass ich da noch ganz viel Paprika und sowas kaufe. Und hier den Mais muss ich auf jeden Fall noch ernten, dass die hier mir das alles noch gießen. Dass der hier auch schön nochmal nachwächst. Na komm, Sonne, was stehst denn du hier so? Ach so, Tasche voll. Hm. Na, da kann ich doch Abhilfe schaffen. weg. Ja. Wow. So. Genau. Fürs Rumstehen wirst du nicht bezahlt. Ja, aber du wirst ja eigentlich so oder so nicht bezahlt. Okay, die sind noch nicht fertig. Dann gehen wir noch mal uns das Moonfest anschauen. Oh Gott, wie süß. Schaut euch doch mal diese Girlanden an. Ach, wie toll. Das ist so toll gemacht, dieses Spiel. Freut mich jedes Mal aufs Neue. Ich bin auch aber auch echt so leicht zum... nicht überraschen unbedingt, aber ja, sehr leicht. Okay, dann reden wir doch mal hier mit allen. Hallo, Brandon. Kühe, was? Ich bin gekommen, weil ich dachte, dass sie mir vielleicht neue Inspiration einbringen. Und tatsächlich, ihre runden Konturen, ihr struppiges Fell, ihre farbigen Flecken, ihre leeren Blicke, faszinierend. Also ich muss tatsächlich sagen, ich finde Kühe auch echt wunderschön. Eine meiner Lieblingstiere tatsächlich. Die Kuh von deiner Farm sieht fabelhaft aus, Nessa. Oh, ist das Milka? Keine Ahnung. Ich werde dich anfeuern. Viel Glück. Danke, Marie. Und Herr Carter, kümmerst du dich gut um deine Kuh? Wenn du sie nicht mit viel Liebe behandelst, kann sie ihr volles Potenzial nicht ausschöpfen. Ja, was denkst du denn, was ich mit meiner Kuh mache, ey? Hey, nimm eine Kuh von deiner Farm teil, Nessa. Viel Glück. Hoffentlich gewinnst du. Ja, das hoffe ich natürlich auch, good old Ricky. Ich bin so froh, dass du mitmachst. Ich kann es kaum erwarten, deine Kuh in Aktion zu sehen. Ja, da bin ich jetzt auch mal gespannt, ob das ein Flop oder so wird, ne? Ich hoffe, du gewinnst. Oh, danke schön, Bompuri, du süße Maus. Wen haben wir denn hier? Juhu, deine Kuh sieht echt stark aus. Oh, deine Kuh nimmt also auch teil. Meinst du, du kannst gewinnen? Ja, hoffen wir es mal. Deine Kuh wird sich gut schlagen. Sie gewinnt sicher. Und stimmt es, dass deine Kuh von deiner Farm teilnimmt? Ich werde dich anfeuern. Ja, die haben jetzt wahrscheinlich alle so Angst wegen dem Gacka-Fest. Das war ja ein voller Erfolg. Ne? Da haben die jetzt bestimmt alle Angst hier, dass ich ihre Kühe hier wegblase. Bringt eure coolste Kuh mit und zeigt, was sie kann. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Können wir jetzt zur Bewertung kommen? Ich möchte die Siegerkuh bald küren, aber zuvor noch ein Hinweis. Lasst unbedingt etwas Platz in deiner Tasche für den Fall, dass du gewinnst. Wenn deine Tasche voll ist, können wir da keine Trophäe geben. Aber warte mal. Ich will nur gucken. Ja, klar habe ich Platz. Sehr schön. Ja. Anfangen. Okay, dann bin ich ja mal gespannt. Ach so, das ist nichts, wo ich irgendwie... Okay. Aha. Ich verstehe. Ja, aber meine Kuh ist jetzt gar nicht angeguckt. Die Kühe waren so energiegeladen, das Moonfest war ein riesiger Erfolg. Die Veranstalter des Fests bringen die teilnehmenden Kühe wieder zurück nach Hause. Die Besitzer sollten daheim werden. Ich wiederhole, das Moonfest ist nun zu Ende. Hä? Ja, aber was war das denn jetzt? Hä? Schade, aber Milka hat ihr Bestes gegeben. Man kann nicht immer gewinnen. Du sollst das nächste Jahr wieder versuchen. Mach dir nichts draus. Es war ein spannender Wettkampf. Lass dich nicht davon abbringen, das nächste Jahr... Ja, aber... du hast es verloren. Du musst unglaublich enttäuscht sein. Ich bin eher verwirrt. Mitmachen ist alles. Also lass den Kopf nicht hängen. Alle Kühe, die teilgenommen haben, waren großartig. Ich finde, du hast deine tolle Arbeit geleistet. Was für ein Jammer. Ich habe für den Sieg gebetet, aber leider, ja.
Oh, deine Kuh hat verloren. Ist schon okay. Sie gewinnt sicher im nächsten Jahr. Oh, ich dachte, deine Kuh wäre die beste. Oh, danke, du. Oh, du hast also nicht gewonnen, wenn du sie jeden Tag liebevoll pflegst, gewinnst sie nächstes Jahr bestimmt. Wie schade, das Fell von Milka ist dir doch ziemlich schön. Nächstes Jahr gewinnt sie sicher. Ach so, das hat also tatsächlich ein... na, das ist aber enttäuscht. Diese Ballons sehen irgendwie aus wie die von den Sims. Na gut. Ah ja, dann ist halt so, ne? Kann man nichts machen. Jetzt nur auch Interessehaltshalber. Hallo, Lucky. Interessehaltshalber würde ich mal schauen. Ist das Gasthaus denn noch offen? Ich glaube, das habe ich schon zigmal versucht. Aber ich habe es schon wieder vergessen. Deswegen würde ich jetzt gerne einmal nachschauen, ob ich denn tatsächlich zu Ren ins Gasthaus jetzt noch kann. Ach. Und natürlich wie immer abgeschlossen. Weiter geht's. Weiter geht es weiter. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich habe noch so viel Leben, also Energie. Aber theoretisch ist... Das bringt ja nichts, ne? Es gibt ja nichts mehr zu tun. Ah, doch, Moment. Moment, Moment, Moment mal. Milka müsste doch wieder da sein. Hallo! Kann ich sie denn... Ja, ist ja egal, brauche ich nicht nachschauen, kann ich einfach versuchen. Ja! Und schöne Milch gibt es hier. Sehr cool. Ach so, da wollte ich doch mal glatt gucken, wie sehr... Ups, ach, falscher Knopf. Wie sehr mag mich Milka denn? Nur 2. Okay, das kann vielleicht halt daran liegen, ne? Also, hat es wahrscheinlich auch. Aber gut, dann würden wir mal schlafen gehen und schauen uns das Ganze morgen nochmal an. Okay. Und heute ist nichts. Morgen ist Kais Geburtstag. Ach Gott, den habe ich ja ganz vergessen, den Kai. Ah, da, seht ihr mal. Da können wir jetzt dann mal zum Strand gehen. Morgen wieder Sonne, sehr schön. Können wir mal zum Strand gehen und schauen, was er denn noch für Samen so hat zum Verkaufen. Das verkaufen wir jetzt mal. Das, damit wir hier dann auch, ja, gucken, ob er vielleicht irgendwelche Samen hat für den Herbst noch, die wir so dann vielleicht nicht bekommen. Weil er geht ja dann, ne? Ach komm, ihr seid doch alle so süß. Und heute gibt es mal ausnahmsweise kein Geschenk. Oder zumindest jetzt noch nicht. Weil ich noch nicht wirklich was habe. Okay, und jetzt ganz flotti Karotti zu unserem Hühnchen und unserem Kaninchen. Gizi und Gertie. Alter, was ich mir dabei gedacht habe, als ich diese Namen mir ausgedacht habe. Wahrscheinlich eher wohl gar nichts. Ei, ei, auweia. Okay, dann gucken wir auch mal, ob ich meine Axt wieder zurückbekommen könnte. Das wäre ganz schön. Dann können wir da in der ganzen Holzsituation auch ein bisschen weiterarbeiten. Und was ich mir überlegt habe, ich würde dann jetzt immer anders herumgehen. Ich würde wahrscheinlich erst hier hoch und dann erst meine gute Ren. Hallo. Meine gute Ren hier alles. Nein, ach Gott, ich wollte dir doch keinen Honig geben. Ach Gott. Ist halt so jetzt, ne? Kann man nichts dran ändern. Ehrlich, ich könnte es annehmen oder auch... Ja, okay, das hat dir jetzt nicht ganz so gut gefallen. Aber wir sagen jetzt auch Hallo zu Popori. Einfach weil wir sie jetzt hier sehen. Ich glaube, Brandon ist auf dem Weg nach oben auch. Ja, dann haben wir die Routine hier so ein bisschen, ne? Also ist gleich, aber so ein bisschen aus. Ja, du würdest mir jetzt endlich mal die konservierte Blume geben. Aber ich glaube, es hieß irgendwie so 3 Tage. Aber dann war jetzt den Feiertag dazwischen. Es kann vielleicht sein. Du musst es hier nochmal dann. Ach ja, warte mal. Brandon, hallo. Es kann sein. Ich muss es nochmal nachlesen mit der konservierten Blume. Hallo, Jennifer. Und Gott ist jetzt auf dem Weg
in den Laden. Müssen wir das auf jeden Fall nochmal durchlesen. Weil es wäre ja natürlich toll, wenn wir in diesem Part noch die konservierte Blume bekommen würden. Einfach damit wir das Ganze auch mal, ne, abschließen können. Jetzt warte ich hier kurz, bis Gotts kommt, damit ich jetzt mal gucken kann, zwecks einem Haus-Upgrade tatsächlich. Cool, süß. Hallo! Renovierung. 3000. Aber ich brauche noch nur ein ganz bisschen. Ach, dann macht man das doch. Sorry. Holz. Ich brauche... Moment. 46. Gott. Das wäre jetzt richtig peinlich gewesen. Wenn es nicht richtig wäre. Und dann kann ich mir ein größeres Haus leisten. Oh mein Gott, wie cool. Yay! Ja, dann habe ich eine Küche. Oh. Okay, dann gehen wir jetzt mal da lang. Weil das ist im Prinzip ein Shortcut. So. Und dann gehen wir gleich hoch. So. Und wir gehen hier eigentlich nur hoch wegen den Erntegeistern. Dass wir die anderen hier noch auf dem Schirm haben. Und dann... Ach, da ist eine Blume. Die nehme ich gleich mit. Und dann hoffe ich, dass ich rechts... dann runterwärts zum Kai. Und ach, meine Axt. Schaffe ich das alles zeitlich? Okay. Hallo. Um Hilfe bitten. Ich würde ihn jetzt mal Nutzpflanzen ernten. Für 3 Tage. Mal schauen. Ja. Weil zum Gießen gibt es nicht mehr allzu viel. Die anderen machen das. Und du bitte auch. 3 Tage. Yay. Stimmt. Danke. Dann. Was mache ich zuerst? Naja, dann gehe ich jetzt erst schnell hier hin. Theoretisch liegt sie auf dem Weg dann, wenn ich zurückgehe und... Achso, Moment. Warte mal. Nein. Hier, Kai. Der macht, glaube ich, erst um 17 Uhr wieder auf. Ah, wunderbar. Dann komme ich hier gleich wieder zurück, Kai. Dann gehe ich jetzt hier erstmal schnell meine Axt holen. Ich hoffe, dass er auf hat heute. Also ich glaube, diese Öffnungszeiten, die werde ich mir nie merken. Also damit habe ich auch schon abgeschlossen. So. Yay! Ich habe meine Axt. Weil dann kann ich jetzt hier so ein bisschen rumachsen. So, dann kann ich jetzt hier nämlich die kleineren, also diese größeren Stümpfchen, diese kleinen, großen hier, diese, kann ich jetzt auch zerhacken. Yay! Das heißt, dann habe ich jetzt wieder ein bisschen mehr Holz dann auch. Reinkommen. So, wow. Dann gucken wir jetzt nochmal wieder an den Strand runter. Und schauen mal, ob da irgendwas liegt. Und dann sprechen wir mal hier. Hallo. Und die redet doch so viel, oder? Oh Gott, ja. Ja, eigentlich, du, weißt du. Ja. Wow. Dann schauen wir hier nochmal kurz, ob hier was rumliegt, so wie das hier. Und das ist ja auch interessant. Mega coole Farbe. Kai, ich gebe ihm jetzt mal Honig. Aber sein Geburtstag ist, glaube ich, erst morgen. Dann würde ich hier noch eine Runde angeln, solange wir warten, bis Kai aufmacht. Mal schauen, ob es anbeißt. Ja. Mal gucken, ob es ein Ast ist. Nein, es ist tatsächlich ein Fisch. Und dann kommen noch einmal, weil es so schön ist. Und dann hat der Kai jetzt auch gleich schon auf. Ach, toll. Naja, dann gehen wir jetzt zum Kaisi. Ups, Moment, ups. Da, so. Ach, der Kai hat doch nur was zum Essen. Der hat doch... Mann! Warum bin ich denn so dumm?
Hier gibt's doch die Samen. Ach Gott. Naja, dann haben wir einen Kai auch mal wieder gesehen, ne? Oh Gott. Ey, ich will manchmal. Ey, Leute, ihr wollt gar nicht wissen, was manchmal bei mir im Kopf läuft. Was für ein Kino da sich abläuft. Ich kann nicht mehr sprechen. Was bei mir im Kopf manchmal so abgeht, ohne. Also, Heidewitzka. Und jetzt habe ich hier das auch vergessen. Na toll. Na, kein Problem, das mache ich halt dann selber. Ciao, Sies, Leute. Vielen Dank für die gute Arbeit. Dann würde ich das jetzt hier selber gießen. Ah ja, dann einmal hier befüllen. Okay, und hier. Ja, ich habe in meinem anderen Spielstand, habe ich ja auch schon ziemlich alles ausgebaut, also ausgebessert vor allem auch, bezüglich der, ach Gott, das, wow, da sind ja noch so viele Zwiebeln hier, zwecks der Werkzeuge. Und ich sag euch, das macht das Leben echt leichter. Um einiges tatsächlich. Aber ja, da kommen wir schon noch hin. Jetzt haben wir bald schon Herbst. Da freue ich mich ja auch drauf. Ach so, okay. Tasche voll. Naja, dann nehmen wir das noch mit und das noch mit. Und das und ja, dann ist Tasche komplett voll jetzt. Dann kommt es hier alles mal weg. Das behalten wir mal. Und rote Gras kommt weg, wie immer. Wow, 3820. Oh, ich habe ja gar nicht geguckt. Die Ananas ist noch nicht fertig. Boah, die braucht halt echt lange, ne? Hatte ich die schon einmal geerntet? Kann das sein? Kann ich mich jetzt auch nicht dran erinnern, um ehrlich zu sein. Gras muss weg, Leute. Verzeihung. Und jetzt hole ich mir... Ups, nee. Da ist noch mehr. Das Gras ist okay. Das darf hier gerne wachsen. So. Und dann nehme ich mir die Zwiebeln noch mit und dann gehe ich gleich ins Bett. Also das schneide ich für euch raus. Wir sehen uns dann am nächsten Tag. Bis gleich. Okidoki. Dann sind wir jetzt hier am nächsten Tag. Und heute ist Kais Geburtstag. Und morgen... Oh nein, morgen ist ein Sturm. Ach ja, sehr schön. Gott ist am Arbeiten. Oh nee, okay. Kleinen Moment, ich muss jetzt ganz kurz nachschauen. Wegen der konservierten Blume. Oh nein. Online steht, dass das erst im Herbst passiert. Das fand ich jetzt... Ach, aber... Das ist ja schon früher passiert, deswegen hat mich das jetzt so ein bisschen verwundert, weil online steht, dass das Event, aber das haben wir doch gesehen, oder? Mit den Erntewichteln und dass die das versucht haben zu machen und so, dass das allerdings erst im Herbst stattfinden kann. Was ich halt jetzt so ein bisschen komisch finde. Aber okay, dann schauen wir einfach mal. Schauen wir einfach mal, wie es weitergeht, würde ich jetzt sagen. Ach so, Moment, ich habe hier ein paar, die ja helfen. Mit dem Ernten auch tatsächlich. Dann überlasse ich das denen mal und kümmere mich um mein Zeugsies. Okay. Ja, also das muss ich jetzt sagen, das verwundert mich tatsächlich ein bisschen, weil ich habe mir das nicht eingebildet, oder? Wir haben das in einer der letzten Folgen gesehen, dass ich... Oder? Bilde ich mir das ein? Oh komm, ich bilde mir das doch nicht ein, oder? Ich habe das doch gespielt. Also ich habe so viel... Ja, wobei, ich weiß jetzt nicht, ob es der andere Spielstand war. Ich glaube, ich habe das doch hier auf dem Kanal gespielt, oder? Oh Gott. So. Ja, ich muss mal schauen. Das wird wahrscheinlich dann im Herbst
richtig erst getriggert. Aber gut, dann ist es halt so. Hallo, Ramses. Heute kriegt's mal echt Schokolade wieder. Ja, ich weiß doch, dass du's liebst. Ups. Ja, dann geben wir mal der Erntegöttin Blumen. Oh, ja, das finde ich auch toll. Ach, sehr schön. Freut mich, dass es dir gefällt. Hallo, Popuri. Dann, ja. Ich versuche mal heute zu gucken, welche Samen es dann da oben noch gibt in dem Laden. Aber ich glaube, das sind immer so die gleichen Samen, oder? Die verändern sich nicht. Aber wir könnten jetzt mal schon welche kaufen, weil Herbst steht jetzt dann bald vor der Tür. Und ich möchte auf jeden Fall gleich am ersten Tag, wenn es geht, dann alles pflanzen, soweit wie es geht. Und ich möchte das jetzt dann. Ich muss schauen, dass ich jetzt hier meine. Ach so, warte mal, Jennifer. Hallo, was führt dich denn heute zu mir? Eigentlich gar nichts. Meine Hacke habe ich, Silberhacke. Okay, wunderbar. Dass ich die Felder so ein bisschen auch beschaffe, damit ich das alles so ein bisschen schon vorbereite, dass die Felder schon mal gepflügt sind im Prinzip und dass sobald dann Herbst ist, dass ich gleich dann am ersten Tag, wie gesagt, ja, alles mehr oder weniger herrichten kann. Jetzt würde ich hier mir versuchen, noch so ein bisschen mehr Holz anzuschaffen. Einfach, weil wir ja auch sehr viel verloren haben. Und ich in Zukunft eigentlich auch gar kein Holz mehr kaufen möchte, um ehrlich zu sein. Ja, komm. Das braucht immer so lang. Habe ich denn alle Ernten? Ich habe, glaube ich, nicht alle Naturgeister. Oh, doch, habe ich. Okay. Dann würde ich jetzt erst schnell nach oben gehen und gucken zwecks den Samen. Und dann würde ich nach Hause gehen und meine restlichen Tiere noch versorgen, natürlich. Hier. Dann schauen wir mal hier. Ja, das coole Gras liegt hier wieder. Kann ich Gräser in meinen Schrank? Ich glaube nicht, dafür brauche ich eine Küche. So. Da haben wir auch. Kohl ist Frühling, Sommer. Herbst, da haben wir doch. Dann würde ich mal. Na, 10? Ich glaube, Paprika sind nachwachsend, oder? Dann würde ich mal 5 kaufen. Und Blumen? Nee, Blumen kaufe ich keine. Hallo, Zack. Rede noch so mit dir, Huang. Was immer du brauchst, ich verkaufe es. Ja, eigentlich ja nicht, ne? Nicht wirklich alles, aber ja. Schoki habe ich noch genug, das passt. Dann würde ich jetzt nur noch meine Tiere versorgen gehen. Huch. War nicht. Oh Gott, dann schauen wir hier noch, dass wir hier auch ja nichts verschenken. Alles hier mitnehmen, ne? Okay. Dann, ach komm, dann nehmen wir das hier noch mit. Ich glaube 5-mal, jetzt haben wir es 2-mal. 3, 4, 5. Oh, was? 6-mal. Okay, weil das eine Mal vielleicht nicht gezählt hat. Schauen wir mal hier. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, dann tatsächlich 6-mal. Wow. Das ist schon echt heftig, ne? Ne, den machen wir jetzt nicht mehr, weil ich muss noch ein bisschen melken und bürsten. Nicht viel, aber ein bisschen was. Und dann.
Morgen können wir uns auch gerne dann, also nächste Woche dann im Part, weil der Part hier ist jetzt dann schon relativ am Ende. Aber nächste Woche würde ich dann gerne ein neues Tier mir kaufen. Ich denke, wahrscheinlich eine Kuh. Weil ich einfach die Kühe... Ach so, kann ich... Kann ich dich nicht melden? Nö, okay. Na dann. Ja, würde ich mir eine neue Kuh wahrscheinlich zulegen. Eine mit Fruchtmilch oder so, vielleicht. Und... Schaffe ich... Boah! Und dann könnt ihr mir nämlich gerne unter diesem Video in den Kommentaren schreiben, wenn ihr zum Beispiel möchtet, dass eines der Tiere, die Kuh, die ich mir dann wahrscheinlich zulegen werde, wenn ihr möchtet, dass die nach euch benannt wird, dann lasst mir bitte einen Kommentar da, weil ich das tatsächlich dann auch erst nach... Die nächste Aufnahmesession ist dann wahrscheinlich auch erst wieder... nach dieser Folge dann tatsächlich, wenn diese Folge live gegangen ist. Das heißt, ja, dann lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da. Und dann würde ich den Part auch schon wieder an dieser Stelle hier jetzt beenden. Ich würde hier nur noch ganz kurz mein Gras sammeln gehen. Und dann tatsächlich in der nächsten Folge sehen wir uns am nächsten Tag, an dem sozusagen nichts passieren wird, weil es stürmt. Also dann, danke natürlich wieder fürs Einschalten. Und dann freue ich mich, euch wieder natürlich nächste Woche zu lesen. Bis dann. Ciao.